Wir freuen uns wieder auf euch, die Mariette und ich. Also es gibt ja so Momente, wo uns alles nervt. Und es ist wirklich fürchterlich. Und ja, in dieser heutigen, und da habe ich jetzt eine gute Übung für euch, wozu wir auch wieder aufstehen, und dann führen wir euch heute ein bisschen mehr durch die Sitzpositionen. Das heißt, ihr könnt jetzt das erste Modul ja immer vorher machen und dann mit dem anschließen, oder ihr sucht euch immer was aus. Ja? Marietta, ja, du stehst jetzt auf, genau, und es ist eine Übung, die habe ich einfach so irgendwie erfunden, ist einfach gekommen, und ich habe sie Gorilla genannt, weil was sie macht auch, ist, dass wir gut mit der Erde in Verbindung kommen. Wenn wir genervt sind, wenn uns nichts mehr gefällt, dann verstreut sich unsere Energie, und mit der Übung können wir die Energie wieder gut erden. Ja? Die Marietta fängt jetzt an, ja? Sie fängt mit einem Hu, Hu, Hu an, wie ein Gorilla. Hu, Hu, Hu. Und ihr geht tief runter, und dann kommt ein Trommeln auf die Thymusdrüse. Das hilft euch mit eurem Immunsystem. Ja? Probier es einmal, Marietta. Hu, Hu, Hu. Genau, da ist ein Rhythmus drinnen. Hört ihr das? Bam, 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 bam. Und schön tief gehen, hinten im Becken auch, ja, und die Erde spüren, die Handflächen nach unten. Das machen wir jetzt dreimal. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Sehr gut, Marietta. Ja, da fühlen wir uns schon viel freier, oder? Ja. Und jetzt beginnen wir mit dem Sonnengruß. Dann stellen wir uns nach vorne. Ja, jetzt kann auch der Atem wieder gut fließen, und wir beginnen einatmen, die Arme hochzunehmen und ausatmen, nach vorne beugen. Einatmen, den Oberkörper öffnen und ausatmen, steigen wir wieder in den Stütz, bleiben im Stütz im Einatmen und senken zuerst wieder über Knie, Ferse ab. Immer fein zuerst da abzusenken, dann einatmen, nach vorne schieben und ausatmen, in die V-Stellung zurück. Tief ein- und ausatmen. Lass den Atem wirklich durch den ganzen Körper fließen. Und ihr stellt euch vor, ich atme ein Lächeln ein und ich atme Frieden aus. Oder Freude aus. Ich atme ein Lächeln ein und ich atme Freude aus. Und dann steigen wir einatmend wieder nach vorne. Zweiten Fuß dazu. Ausatmend schließen wir den Oberkörper. Einatmen öffnen wir nach oben. Und die Schultern immer runterziehen, weit weg von den Ohren. Und ausatmen, Arme auf die Seite. Wir machen noch einen Sonnengruß. Wir gehen jetzt in die Knie dafür und heben die Arme. Ausatmen, nach vorne beugen. Einatmen, wieder öffnen. Ausatmen, wieder zurücksteigen in den Stütz. Wir atmen ein und kommen dann ganz runter auf den Bauch. Also senken ganz ab. Ihr könnt ruhig zuerst die Knie absenken. Ja? Ihr müsst nicht über den Stütz gehen wie die Marietta. Kleine Kobra, kleine Kobra, dann öffnen, Marietta. Und ausatmen, in die V-Stellung zurück. Die Marietta macht wieder ein paar Atemzüge, also ihr macht ein paar Atemzüge mit ihr. Und dann zeigt sie euch, wie wir nach vorne springen können. Dazu beginnen wir dann einzuatmen, und dann setzt erst der Sprung an, nicht in der Atempause. Und ihr müsst ganz gut unterm Nabel des Uddiyana Bandha halten, nach innen ziehen, während ihr springt. Mit dem nächsten Einatmen machen wir das. Einatmen beginnen, Marietta, und Sprung. Sehr gut. Ausatmen, schließen wir wieder den Oberkörper. Einatmen, kommen wir langsam hoch. Ja, mit dem Sprung, da kann schon sein, dass ihr ein bisschen Zeit braucht. Ja, wir öffnen jetzt einatmend die Füße schulterbreit und ausatmend fassen wir die Zehen. Wir öffnen noch einmal einatmend den Oberkörper und bleiben dann ausatmend in der Position. Jetzt geht es einmal hinten ganz runter in die Knie und wir öffnen jetzt immer aus der Position, strecken die Beine, Oberkörper öffnen, Marietta, also du gehst in die Knie.
öffnest immer und die Streckung der Beine und schließt wieder. Ja, in die Knie gehen, öffnen und genau und wieder schließen. Ja, genau. Beim nächsten Einatmen öffnen wir, ausatmen Hände, Hüfte, kommen dann langsam hoch und ausatmen, steigen wir wieder in Samasthiti zurück, nehmen die Hände vor unser Herz, atmen einen Atemzug tief durch. Ja, unser Fenster ist offen, das ist immer fein, wenn ihr die Möglichkeit habt. Und dann gehen wir einatmend nach rechts, wir machen weit auf nach rechts im Einatmen. Rechter Fuß dreht wieder und der hintere Fuß dreht jetzt auch nach innen. Wir gehen in eine gedrehte Position. Die erste Bewegung ist, wir schieben das Knie nach vorne, Knie über dem Knöchel, bringen das Knie über dem Knöchel und heben die Arme an. Wir bleiben in der Position. Wir öffnen im Herzen. Sehr gut. Und dann nimmt die Marietta ihre linke Hand und bringt sie über ihren rechten Oberschenkel drüber. Linker Ellbogen über rechten Oberschenkel. Und dann faltet sie die Hände auf der Seite. Das seht ihr jetzt nicht, aber sie faltet ungefähr am Solarplexus Höhe, also Bauchhöhe, die Hände. Und ihr schaut so auf die Seite hoch. Ihr müsst ganz fest hinten in die Ferse reinschieben, damit ihr die Balance halten könnt und unter dem Nabel fest anspannen. Dann ausatmen, Blick ziehe. Einatmen, kommt ihr hoch. Da braucht ihr ganz viel Balance unterm, über dem Nabel, also unterm Nabel nach innen ziehen. Und wir gehen da wieder hinein in die Position, wo wir die Arme anheben und bleiben. Dann bringt ihr den Oberkörper weit nach vorne, der Ellbogen, jetzt der rechte zieht drüber und wir falten wieder die Hände. Wir öffnen trotzdem unser Herz. Fühlt, wie ihr aufmacht im Oberkörper. Ihr seht jetzt in eine andere Richtung. Ja? Wohin habe ich in meinem Leben denn noch nicht geschaut? Was gibt es denn Neues zu entdecken für mich? Und dann wieder ausatmen, Blick ziehe. Einatmend hochkommen und ihr steigt ausatmend zurück. Sehr gut. Wir machen wieder eine Gleichgewichtsübung. Marietta, lass dir was einfallen. Ganz was Schönes, Kreatives. Vor und zurück, sogar jetzt seitlich mit dem Bein nach hinten. Sehr gut. Oh, das ist aber schon ganz schwierig. Lächelt und haltet fest unterm Nabel angespannt, dann geht es vielleicht. Fest anspannen unterm Nabel und dann wieder das Bein langsam abstellen. Wir sind ja noch keine Tänzer, Marietta. Nicht so lang auf einem Bein stehen. Aber sehr gut. Und versucht auf der zweiten Seite die Übung genauso zu machen. Ähnlich. Versucht euch zu erinnern, was ihr gemacht habt auf der einen Seite und versucht es auf der anderen Seite zu wiederholen. Seht, der Atem fließt ganz ruhig von der Marietta. Das ist gar nicht leicht. Ich weiß, ihr werdet bestimmt einmal zwischen aus dem Atem kommen. Versucht ihn einfach wieder zu finden. Ganz wichtig. Sucht dann euren Atem wieder. Bringt ihn wieder in die Länge und in die Ruhe. Sehr schön. Und dann wieder absenken. Fein, Marietta. Wir gehen jetzt in einen Vinyasa wieder. Einatmen, Arme anheben. Ausatmen, nach vorne beugen. Einatmend öffnen nach vorne, ausatmend machen wir den Sprung zurück, ja, für die, die Lust haben, fest anspannen und ausatmen, absenken über die Knie.
Geh noch einmal runter, Marietta. Also zuerst spannen Sie unter dem Nabel an. Die Hände sind auf Brusthöhe. Auch die Marietta kann die Hände noch ein bisschen zurücknehmen. Fest unter dem Nabel anspannen. Die Schultern gehen nach vorne und dann nach hinten unten, während ihr hochgeht. Fest nach hinten unten ziehen. Und langsam den Kopf heben. Sehr gut. Und dann in die V-Stellung zurück. Und wir kommen aus der V-Stellung auf die Knie runter. Wir kommen auf die Knie runter, setzen uns auf die Fersen. Und wir öffnen, einatmend jetzt, heben die Arme an. Und ausatmend gehen wir nach vorne in die Kindposition. Das machen wir so 5-mal. Und viel Freude empfinden, wenn ihr da so aufmacht in eurem Herzen. Und stellt euch vor, welche Wünsche habe ich denn? Was möchte ich denn alles jetzt in mein Leben holen? Und jedes Mal, wenn ihr öffnet, stellt euch vor, dass ihr den Wunsch aussprechen dürft und wenn ihr nach unten geht, wird er von der Mutter Erde schon wahrgenommen und erfüllt. Und noch einmal. Dann bleiben wir in der Position. Spüren wieder gut die Mutter Erde unter uns. Und die Berührung und die Nahrung der Mutter Erde, der Schutz. Dann fassen wir mit den Händen nach vorne in den Vierfußstand. Und wir beginnen jetzt eine Achterschleife zu ziehen. Ja? Stellt euch vor, ihr habt eine liegende Acht unter euren Händen und Füßen. Und ganz weit nach vorne und ganz weit zurück macht ihr eine Achterschleife. Ihr malt mit eurem Körper diese Achterschleife nach. Alles bewegt sich, der ganze Körper bewegt sich. Ihr könnt euch auch vorstellen, seid wie eine Schlange, die sich da bewegt. Und überall hin im Körper bewegt sich. Sehr gut. Super. Danach kommen wir in die V-Stellung zurück. Und wir steigen durch nach vorne in den Langsitz. Ja, wir kommen nach vorne, ihr könnt auch so einen kleinen Sprung machen, den zeigen wir euch beim nächsten Mal. Jetzt gehen wir nach vorne und ihr setzt euch hin. Wir nehmen die Hände hinter die Hüfte, weit hinter die Hüfte, schauen zur Decke, bringen die Zehen nach vorne und heben uns da ein bisschen raus in diese Position. Wer kann, kann auch noch ein Bein anheben. Bisschen spielen und wieder absenken oder ein bisschen spielen wie die Marietta jetzt. Ja, genau. Und dann wieder langsam absenken das Bein und runtergehen. Wir kreuzen jetzt die Beine und heben uns hoch. Ja, wir heben uns hoch und fassen dann die Zehen mit unseren Daumen und Zeigemittelfinger. Genau, und jetzt spielen wir mit den Beinen, Marietta. Einmal rechts das Bein strecken und wieder beugen. Dann links. Der Atem fließt ruhig und ihr seht, das Herz von der Marietta öffnet sich. Mit beiden Beinen. Genau. Sehr gut. Einfach kreativ sein, spielerisch, aber ihr müsst ganz gut unter dem Nabel halten, damit ihr die Position gut haltet und nicht nach hinten hinein sinkt. Jetzt holen wir beide Beine hoch, soweit wir können. Es kann sein, dass ihr nicht so strecken könnt wie die Marietta, sondern gebeugt seid wie jetzt. Ja? Wenn ihr strecken könnt, streckt ihr, der Blick geht zur Decke und ihr lächelt. Und freut euch auf all die neuen Dinge, durch die Tage, die wir jetzt durchleben, völlig neu hineinkommen werden in unsere Welt. Ja, das wird eine große Freude auch für uns sein.
Und dann macht es ein Vinyasa. Ihr kreuzt die Beine. Ja, die Mariette steigt vorne drüber. Das können wir, glaube ich, fast alle. Sonst zeigen wir euch dann noch einen anderen Übergang. Gehen wieder zurück und wir bleiben dann am Bauch, Mariette. Ja, und jetzt fassen wir die Knöchel. Bleiben da einen Atemzug auf der Stirn und dann heben wir uns in einen Bogen raus. Spannt es wieder fest unterm Nabel an und drückt die Füße in die Hände hinein und ihr schaut auf die Nasenspitze. Super. Und dann langsam wieder lösen. Sucht sich die Marietta eine Gegenposition, wo sie sich erholt. Sie löst die Beine. Vielleicht ist das wieder die Kindposition oder eine andere. Die Marietta spürt einfach hin, was sie jetzt braucht. Genau. Und wir bleiben auch bei diesem Modul jetzt in dieser Position. Dann drinnen. Lassen den Atem ganz ruhig werden, der wird jetzt ganz still. Ihr könnt die Arme auch zurücknehmen, wenn ihr wollt. Ihr fühlt wieder die Verbindung mit der Erde und ihr fühlt euer Wohlbehagen jetzt. Lächelt euch noch einmal zu, bedankt euch bei euch selbst. Ihr gebt euch das Versprechen, dass ihr jetzt mit einem Lächeln von der Matte dann aufsteht und dass jetzt alles in euch anders ist als wie zu Beginn. Ihr fühlt auch, dass ihr euch viel freier fühlt und ihr versprecht, dass ihr jetzt so mit einem Lächeln rausgeht und viel Geduld habt für euch selbst und für alle anderen, die um euch herum sind. Ja, alles Liebe und bis zum nächsten Mal.